Der Landeswahlausschuss in Sachsen sollte jetzt komplett zurücktreten. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Sachsen liegt vor und hat festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig, ich zitiere, gehandelt wurde. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Es handelte sich gestern um einen Eilantrag. Ich zitiere, vorläufig wurden 30 Kandidaten der AfD aus der 61 Kandidaten starken Liste gnädigerweise zugelassen und eine umfassende inhaltliche Überprüfung der Entscheidung des Landeswahlausschusses, Überprüfung hat nicht stattgefunden, nur eine vorläufige. Der Verkündungstermin übrigens des Hauptsacheverfahrens ist am 16. August 2019. Aufgrund dieser verworrenen Informationslage, ich habe mich wirklich aktiv bemüht, hier Informationen zu finden. Aufgrund dieser verworrenen Informationslage habe ich jetzt mein letztes Video nochmal gelöscht, einfach um hier Klarheit reinzubringen. Denn im Vorfeld konnte ich nirgendwo, ich habe nochmal nachgesehen, ich konnte nirgendwo mich darüber informieren, dass es sich da um ein Eilverfahren gehandelt hat. Gestern. Ja, es handelte sich um ein Eilverfahren. Das nur am Rande, deswegen die Löschung. Also, ich fordere, und ich bin da nicht alleine, allerdings der politisch-mediale Komplex, der sagt, nein, da ist überhaupt keine Forderung. Ich fordere, dass der Landeswahlausschuss in Sachsen komplett zurücktritt. Denn er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig gehandelt. Rechtswidrig mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, der Wahlausschuss, es wurde höchstrichterlich festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sagen wir mal so umgedreht, mit geringer Wahrscheinlichkeit der Landeswahlausschuss das Recht beachtet. Das sollten wir erstmal sacken lassen. Der Landeswahlausschuss in Sachsen handelt nur mit geringer Wahrscheinlichkeit rechtskonform. Es wurde in mehrfacher Hinsicht auch von Neuwahlen gesprochen und ja, das will man natürlich vermeiden, weil man ja das eigentliche Ziel im Blick behalten will. Ich muss mich hier in Andeutungen ergehen. Aber eins steht fest, die AfD möchte ihre Kandidatenliste so aufstellen, wie sie sie aufgestellt hat und nicht zusammengestrichen haben, nicht kastriert haben. Die AfD und den Link, den habe ich hier unten platziert in der Videobeschreibung, sagt, hier wird der AfD verboten, was anderen Parteien erlaubt ist. Und da geht es um die 31 Plätze, 31 bis 61. Die komplette Medienberichterstattung ist sehr, sehr merkwürdig. Das habe ich so finde ich. Ja? Allein das Thema Eilantrag, dass das gar nicht so kommuniziert wird. Und auch die AfD verhält sich kommt da nicht die Information rüber, ja, die man erwartet das wirkt alles sehr, sehr merkwürdig hier. Also eine mangelnde Information. Dann das Gerichtsurteil von gestern spricht von vorläufig einstweiligem Rechtsschutz und
einem Hauptsacheverfahren, das noch folgt. Also es folgt noch ein Hauptsacheverfahren am 16. August, 16 Uhr soll da die endgültige Entscheidung getroffen werden. Also genau zwei Wochen vor dem Wahltermin, wo die Leute schon ihre Briefwahlen abgeben können. Die Unterlagen sind schon versendet teilweise, soweit ich das mitbekommen habe. Was ist das für eine Wahl? Also, tut mir leid. Und man sollte sich auch die Frage stellen, warum der politisch-mediale Komplex zu keinem Zeitpunkt die Frage gestellt hat, ob der Wahlausschuss die Mitglieder nicht zurücktreten sollten. Keine Rede davon. Die Vorsitzende sagt süffisant: Ich finde es erfreulich, dass der Sächsische Verfassungsgerichtshof so zeitnah über die Rechtsbehelfe der AfD entschieden hat. Wir werden dieses Gerichtsurteil jetzt bei der weiteren Wahlvorbereitung umsetzen. Ich möchte nicht, dass diese Person bei der Wahlvorbereitung in irgendeiner Weise behilflich ist. Entweder diese Person ist völlig inkompetent, wenn ich nach dem Urteil gehe, oder Schlimmeres. So viel erst einmal dazu. Wer mich unterstützen möchte, hier unten ist ein Link zu meiner Unterstützung. Und bitte auch meinen Telegram-Kanal beachten. Ich kann ja nicht alles in Videos fassen. Und wer umgehend informiert werden möchte, der besucht bitte den unten per Link eingefügten Kanal auf Telegram. Erst einmal soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.